aller Stadtgärtnern. Dies ist eine Mischkultur aus Möhren und Zwiebeln. Häufig werden diese zwei Pflanzen zusammengesetzt, weil man der Hoffnung ist, dass die Möhre die Zwiebelfliege fernhält und die Zwiebel die Möhrenfliege. Das Problem ist, die Möhrenfliege riecht nur die Möhre, die Zwiebelfliege nur die Zwiebel. Das heißt, die Möhrenfliege riecht Möhre und irgendwas anderes und Zwiebelfliege riecht Zwiebel und irgendwas anderes. Lassen sich auch nicht davon abhalten, das zu suchen. Der Bestand ist sehr klein, es ist unwahrscheinlich, dass die Fliegen hierher kommen, es sei denn, sie werden mit der Erde eingeschleppt. Deswegen braucht ihr euch da keinen Sorgen machen. Möhren und Zwiebeln haben fast gleiche Bodenansprüche und auch Ansprüche an die Kultur. Deswegen ist es auch da nicht schlimm, die zusammen zu pflanzen. Und sie stören sich nicht gegenseitig. Auch bei dem Erntezeitpunkt liegen sie ähnlich. Also wenn ihr es gerne so zusammenpflanzen wollt, könnt ihr es machen. Achtet aber darauf, dass nicht wie hier sich Unkräuter dazwischen etablieren und den Pflanzen das Licht streitig machen. Denn beide Pflanzen sind recht konkurrenzschwach. Damit wünsche ich euch viel Spaß und denkt dran, ihr könnt von der Zwiebel auch den Lauch so essen, ohne die Zwiebel ernten zu müssen.